Ja, hi, mein Name ist Jens Prügel. Ich bin seit 2008 bei uns im Betrieb tätig und bin hauptamtlich bei uns der Ausbilder. Also jeder von euch hat ein Gerät zu Hause, ein elektronisches Gerät. Und dieses Gerät wurde von einer bestimmten Berufsgruppe zusammengeschraubt. Und das ist meistens der Elektroniker für Geräte und Systeme. Das Gerät kann der Videorekorder sein, der Fernseher oder auch der Kühlschrank. Also wir stellen hier Ultraschall-Durchfluss-Messinstrumente her. Die sind ausschließlich für den industriellen Bereich. Jeder von euch kennt die Tankstelle. Die Tankstellen, Firmen, die fördern ihr Rohöl und da kommen wir zum Einsatz. Das heißt, Flüssigkeiten und Gase, die durchs Rohr fließen, können wir messen, indem wir von außen nach innen durchs Rohr messen. Besondere Aufmerksamkeit im Beruf benötigen wir beispielsweise, wenn wir die Platinen testen, prüfen. Die müssen wir auf 100% prüfen oder beim Gerät zusammenschrauben. Es darf keine einzige Schraube lose im Gehäuse liegen beispielsweise. Für den Beruf wären Mathe und Physik sehr gut, wenn wir wenigstens ein Grundverständnis haben. Sonst passt das eigentlich. Für den Beruf wäre der MSA von Vorteil, aber wir sind da jetzt nicht so festgelegt, weil die Azubis werden von uns, bevor es in die Berufsschule geht, vorbereitet. Sprich, sie kriegen nochmal eine Mathe- und eine Physikschulung, damit sie auch ganz ruhig und entspannt in die Berufsschule gehen können. Also bei uns Gefährliches passieren kann eigentlich nur, wenn man sich am Lötkolben verbrennt. Sprich, wenn der Kollege oder der Azubi am falschen Ende vom Lötkolben anfasst. Sonst sind wir eigentlich relativ sicher. Leute, zeigt euch motiviert, habt Spaß an der Arbeit und präsentiert euch einfach so, wie ihr seid. Dann passt das schon.